Das Projekt Schachtelmuseum sollte Jugendlichen den Begriff Heimat näher bringen. Das Landesinstitut für Volkskunde unterstützte die Idee. 3 Monate hatten sich die Schülerinnen des Ausbildungszentrums St. Josef mit dem Zugang zu ihrem Heimatbegriff auseinandergesetzt. Im Europark wurden die Ergebnisse präsentiert. Ein Schachtelmuseum, da werden alle Gegenstände, die uns wichtig sind und uns mit Heimat verbinden, reingeben. Die Schülerinnen haben bei uns angefragt, haben eine Mail geschrieben und gesagt, wir haben eine coole Idee. Wir machen ein Schachtelmuseum. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass ein Schachtelmuseum sein soll. Habe mir die Schülerinnen ins Haus geholt, die Idee hat überzeugt und haben gesagt, da sind wir dabei und da geben wir den Schülerinnen auch gerne eine Plattform und stellen das bei uns hier im Europark aus. Bei mir ist drinnen Fotos von meinen Hasen, von meiner Oma und von meinem Opa und mein Lieblingsbuch, ein Fächer und meine Sonnenbrille. Man tut in der Schachtel ein, was alles uns an Heimat erinnert und was uns wichtig ist. 2 Kindheitserinnerungen, also nämlich ein kleines Kleidchen und ein Hund, das ich von meiner Mutter bekommen habe. Und ja, das verbinde ich sehr mit meiner Kindheit. Das ist sehr stark. Heimat ist für mich Matze, zum Beispiel am See, wo ich viel Zeit mit meinen Freunden verbringe, wo auch meine Familie ist, die mir immer zur Seite steht. Für mich bedeutet Heimat meine Familie, als Lesen. Und vor allem die Berge. Also ohne Berge wird es sich nicht aushalten. Für mich ist Heimat, also wenn ich heimkomme und ich weiß, dass mich wer liebt. Und ich denke mir, dass für viele Menschen Heimat auch so Lokale oder so Wirtshäuser so sind. Und Heimat kann auch ein Negatives haben, wie schlechte Gerüche. Wir haben die Idee zu diesem Museum gemeinsam entwickelt und meine Kollegin hat die Idee dann mit den Schülerinnen umgesetzt. Ja, zunächst haben wir uns intensiv mit dem Thema Heimat beschäftigt und geschaut, dass wir das für Jugendliche auch anpassen. Dann haben wir sehr viel geschrieben, Exkursionen gemacht und zum Schluss sind diese schönen Schachteln entstanden. Heimat ist für mich, wenn ich am Bach sitze und sehe, wie der Stein die Kreise zieht. Für mich ist Heimat, wenn ich aus dem Fenster schaue und unter das Bergzirkel. Heimat ist für mich, wo ich mich wohlfühle und ich habe 2 Heimaten, das heißt, ich fühle mich hier in Österreich und in Serbien wohl, weil mein Vater aus Serbien ist und meine Mutter aus Österreich. Ich habe 2 Heimaten, einerseits Bosnien und einerseits Salzburg und ich fühle mich in beiden beheimatet. Und Heimat ist für mich auch Erinnerungen, also das heißt, an diese Orten zurückgehen, wo man vielleicht also gute Jahre verbracht hat. Das sind welche Orte für dich? Also Salzburg auf jeden Fall, weil ich hier geboren wurde und aufgewachsen bin. Und der Teil in Bosnien, weil da auch ein Teil meiner Familie ist und das meine Zeit der Heimat ist. Also Heimat ist für mich ein Platz, wo ich mich geborgen fühle, wo mich Leute respektieren, meine Familie, der Ort und der Ort, in dem ich wohne.